So Leute, willkommen zu Monster Hunter World. Tut mir leid, falls man mich doppelt hört, denn ich habe Unterstützung von meiner werten Freundin. Hallo. Ich bin die Freundin. So, wir starten auch gleich. Was? Link in der Videobeschreibung, falls ihr bei ihr mal reingucken wollt. Nein. Sei nicht so schüchtern. Toll. Ich verbessere jetzt meine Ausrüstung. Schwestern und Brüder der 5. Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt kehrt machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut. Dax hat sich null verbessert. Also null verändert. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Hä? Cutscene. Achso. Sorry, Boss. Wir sind fast da. Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an, seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch. Hey! Verrat uns deinen Namen. Okay, irgendwie leicht asynchron, wahrscheinlich durch den Fenstermodus. Mach doch Fullscreen. Ja, aber dann ist es mit der Aufnahme immer ein bisschen schwer. So, wir erstellen unseren Charakter. Der soll natürlich mehr so sein wie ich. Also kriegt er auch ein weiches Gesicht. Was? Ich hab ein weiches Gesicht. Ja, hast du. Ja, entweder das hier oder das hier. Ja, ich bleib bei dem. So, Haut. Ja, man merkt schon ein bisschen, dass es für Konsolen gemacht ist. Merkt man hier eigentlich das? Ja, wenn man Alter angibt, doch, man sieht's. Wir sind noch nicht so alt. So, Frisur ist ganz wichtig. Wir brauchen lange Haare. Hey, das ist sogar ziemlich meine Frisur. Zeig mal. Was? So siehst du einfach aus. Mach sie nicht weiß. Die Haare? Nee, die Haare wollte ich eigentlich braun lassen. Ja, das ist eine perfekte Frisur für mich. Oh, wie heißt es? Von Bully Ding. Traumschiff, nee. Traumschiff Surprise? Ja. Sie ist aus wie der eine da. Oder wie von Attack on Titan. Das ist auch eine coole Frisur, aber die andere, das ist meine. Das ist einfach meine. Jetzt gucken wir noch, dass wir meinen Braunton ein wenig treffen. Oh,
Kannst du mal kurz rüberkommen? Ich weiß, man hört mich dann noch stärker doppelt, aber ich brauche ein bisschen Hilfe. Hallo. Hey. Nein, ich weiß. Du bist kein Rotschopf. Ja, ich würde sagen, das... Na, was tust du denn? Emo. Nein. Was? Was tust du? Das war gut. So? Nein, ganz am Anfang. Bevor du ausgerastet bist. Na, lass einfach so. Nein, ich versuch's zu finden. Mach's braun. Was für ein braun? Alle braun! Mein Kabel hängt irgendwie... Egal. Ich verkriech mich in meine Ecke. Nee, das ist komplett rot. Wir wollen nicht rot, wir wollen braun. Rotschopf. Nein, nicht abbrechen, was? Ich will die Quest machen. Monster Hunter. Ja, ich lasse jetzt einfach so. Das passt schon. Bash steht. So, jetzt kommt's an die Augenbrauen. Da werde ich ein bisschen nachjustieren, weil... Das ist eigentlich nur eine schöne Stirn. Ja, was für eine Sterne haben wir? So eine ernste Stirn? Nein. Nein? Nein. Ja, ich finde, das passt eigentlich. So, jetzt sind die Augenbrauen dran. Jetzt wird's kompliziert. Mach sie pink. Nein, ich habe keine pinken Augen. Ja, ich auch nicht. Trotzdem sind meine pink. Nee, ganz so pushy bin ich dann doch wieder nicht. Was? Vielleicht das hier? Nee, nicht verwerfen. Bist du ein Kestron? Bin ich was? Nicht du. Achso. Bist du ein Kestodon? Wie muss dich töten? Oder? Nee. Genau, wir machen einfach weiße Augenbrauen. Das ist komisch aus. Oh, hallo! Die könnte man eigentlich direkt so lassen. Bestimmt. Augen. Jetzt wird's kompliziert. Was hab ich für Augen? Ich versuche den ja so ein bisschen so aussehen zu lassen, wie ich halt aussehe. Das sind eindeutig nicht meine Augen. Ah, he did. Das hier könnten so ein bisschen meine Augen sein. Hört man mich klicken? Weiß ich nicht. Okay. Also das sind zu große Augen, so große habe ich nicht. Au. Ja, ich würde sagen, das passt eigentlich. Lass mich mal in Ruhe looten. Ah ja. Ist auch sehr interessant. Wenn ich runterdrücke, macht er rechts. Also an der Tastenbelegung müssen die dringend noch ein bisschen arbeiten. Sagen wir einen ganz normalen Abstand. Ach, sorry, Knödel. Ne, meine Augen sind aber, glaube ich, ungefähr so, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe kurze Wimpern, glaube ich. Ne, du hast lange. Lange? Du hast richtige Busche da. Ah, das sieht aber nicht gut aus. Ach doch. So, was cool ist, wir können die Augenfarben einzeln bestimmen. Jetzt könnten wir natürlich hier so rote Augen machen.
Soll ich mir rote Augen machen? Ja. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Rote Augen kriegst du ja nicht hin. Ja, meine Augen sind dummerweise blau-braun mit so einem blau-grauen, Quatsch, blau, grün-braun mit einem blau-grauen Ring außenrum. Also das ist irgendwie ein bisschen schwer zu machen. Nein, das ist einfach verwirrend. Ich werde dem Licht hinterher. Dann machen wir einfach rote Augen. Moment, ich kann doch die Farbe speichern. Dann machen wir einfach beide Augen gleich. Ich brauche nicht zwei verschiedene Augen. Naja, ich bin vorsichtig. So. Bisschen heller, ja, das sieht doch cool aus. So, die Nase, was habe ich für eine Nase? Habe ich eher eine kleine oder habe ich eher eine große Nase? Das ist eine runde Nase in Mario. Was? Ich habe doch keine Wario-Nase. Mario, nicht Wario. Ich habe keine Mario, Wario. Ich habe gar keine Nase. Jetzt habt ihr's. Soweit habt ihr mich getrieben. Zum Angriff! Das ist eigentlich eine schöne Nase. Ich fühle mich hier wie beim... nicht Chiropraktiker, beim plastischen Chirurgen. Das ist eine schöne Nase, die hätte ich gerne. Dir? Oder die, das ist nur zu eine Hakennase. Ich möchte keine Hakennase. Ich glaube, wir nehmen einfach die. Gut. Position der Nase passt aber auch. Autsch. So, was habe ich für einen Mund? Das sieht aus, als hätte ich schon die Schlägerei auf dem Schiff gehabt. Ich hätte gerne schmalere Lippen, aber ich habe keine schmalen Lippen. Doch. Obwohl, nee. Nimm dir die ganz fetten. Nee, nicht die ganz fetten. Damit sehe ich aus, als ob ich schon mich geschlagen hätte. Ja. Was mit dem Mund? Sieht ja akzeptabel aus, ich bin so schlecht in Münder machen. Oh, der geht eigentlich. Nehmen wir den. So, Bart. Wie jeder weiß, trage ich so einen Bart. Ja. Nee. Ich habe überhaupt keinen Bart, aber gucken wir uns trotzdem an. Oh, mit Ehe, mal sich. Ha, der lebt noch! Das passt nicht mal alles mehr. Also, selbst wenn ich einen Bart tragen wollte, das passt einfach nicht. So, Make-up. Ich brauche natürlich einen Lidschatten. Ne, ich möchte hier so eine Narbe. Ich weiß nicht, ich mag das. Hatte ich bisher in allen Spielen. Machst du mir schon wieder nach? Nein, ich... Du wusstest doch, dass ich das mag. Wir brauchen auch keine maximal glänzende Narbe. Muss auch nicht metallisch sein. Also sollte ein bisschen gesättigt sein. Das sieht jetzt aus wie Kriegsbemalung. Sowas, aber weniger hell. Ich durchwühle einen Knochenhaufen. Das sieht doch ganz cool aus. Knödel hilft mir. Echt leicht glänzend. Das ist ja noch nicht metallisch. Ah, nee, das sieht nicht gut aus. So. Das finde ich sieht ganz cool aus. Wir können auch noch ein zweites Make-up haben. Also wir müssen... Ah, wir können auch die Größe bestimmen. Okay. Machen wir vielleicht nicht so eine ganz große, sondern eher so eine kleine. Die kann ich sogar aufs andere Auge verschieben. Oder auf die Nase. Ne, die möchte ich genau über dem Auge haben. Ich bin da sehr kritisch. So, was kann ich hier machen? Ah, hier kann ich den Winkel ändern. Ne, das gefällt mir eigentlich so.
Leute, erster Part fast vorbei und wir haben nur Design gemacht. Es wird dann Part 0. So ein Heiji-Kreuz, ne. Wer hier so Kratzer wie rote Shanks hat. Black-facing. Ich überlege die Kratzer vielleicht, wenn ich die... Wenn ich die klein mache. Guck mal, ich mach die mal ein bisschen kleiner. Dann eher so. Jetzt schiebe ich die mal ein bisschen hier hin. Ein Stück hoch. So ungefähr. Das gefällt mir. Sehe leicht lediert aus, aber das ist cool. Noch ein bisschen Transparenz rein. Ah, doch. Vielleicht ein bisschen mehr Transparenz. So. Jetzt kommt der Ausdruck. Oh, das habe ich versehentlich Hintergründe. Ja, wir machen Nacht. Nee, so guckt doch keiner. Sieht aus, als ob er keine Zähne hat. Zu viel Zähne? Okay, ich tauche. Also 4 gefällt mir am besten. Du kannst tauchen. Ja, wir haben ja auch gerade gewundert. So, ui, fahren wir unter Wasser. Obwohl, machen 2. So, Unterwäsche. Zeig mir. Zeig mir deine Männernippel. Oh. Ja, wir sind nicht oberkörperfrei. Damals haben die noch ihre ganzen Popos gezeigt und jetzt nicht mal mehr die Nippel. Nee, Nippel sind leider aus. Wie ist dieser Fettsack durch diese ganzen Dinger durchgekommen? Was mich hier ein bisschen stört, dass man... Na gut, das ist ja eine Unterwäsche. Wir nehmen das. Das gefällt mir, aber dann möchte ich hier schwarz oder rot? Schwarz. Moment, kann ich das vielleicht in der Sättigung ein bisschen? Er riecht mich. So. Wie weiter? Stimme. Jetzt wird's relevant. Nee. Hör auf, dich zu heilen. Knochen? Also 10 gefällt mir. Nee, das ist zu hoch für mich. Sitze vielleicht. Zwanzig ist auch ganz cool. Okay. Nee, das gefällt mir nicht mehr. Was hatte ich noch gesagt? 17? Nee, wir nehmen 20. Anfangsrüstung. Lederset. Oder hier gleich mit Ursprung. Das haben wir durch Vorbestellerbonus. Aber da haben wir diesen dämlichen Helm auf. Da sieht schon ganz cool aus. Oder keine Rüstung, einfach in Unterwäsche kämpfen. Ich glaube, wir nehmen Ursprung und ich setze einfach den Helm ab.
abschließen, gib deinen Namen ein. Wir heißen natürlich Wolf 130 Bios. Oh, hör auf mit den Zahlen. Nein. Oh. Die Zahl gehört dazu und wir dürfen die Katze designen. Das Einzige, wo ich Beispielcharaktere zeigen möchte. Die sehen so niedlich aus. So, aber wir müssen gar nicht Beispielcharaktere machen, weil wir können unsere eigene Katze machen. Und die soll natürlich ganz langes Fell haben. So, ranzoomen, dass man das auch schön sieht. Wir können hier dünnes Fell haben oder eher dickes Fell. Ich persönlich möchte dünnes Fell. Oh, so schneeweiß. Oh, das sieht cool aus. Aber wir brauchen ja noch ein Muster. Die hier sind invertiert. Hier gibt es Flecken oder Streifen. Ich glaube, ich nehme auch die Streifen. Die hast du ja für deine Katze auch genommen. Ganz ruhig. Ich muss gerade gegen dich kämpfen oder dich hinterher spionieren. Warum? Gegen mich? Was siehst du dann? Du hast ein ganzes Ding gefressen. Okay. Ein ganzes Monster einfach schluck weg. Wie hast du das gemacht? Ich hatte Hunger. Ja, und dann bist du fett weggerannt. Du warst richtig so. Wie ein Gummiball. Soll ich ihn attackieren oder nur hinterherlaufen? Weiß ich nicht. Oh, schwer zu sagen, wie ich dieses Kätzchen mache. Oder soll ich hier vielleicht eine höhere Helligkeit hochdrehen? Nee, die Pfoten, die sollen schwarz bleiben. Jetzt überlege ich doch vielleicht eine andere Musterung zu nehmen. Die Musterung ist eigentlich ganz cool, aber da fehlt mir halt auf dem Kopf sowas. Nein, ich habe versehentlich Rechtsklick gemacht. Oh, Honig. Ich sag Kompass, ich konzentriere mich gerade so. Ach so, das ist immer weiß. Ach so. Das heißt, wenn ich eine weiße Katze hab, sieht man das nicht. Okay, jetzt reicht's. Ja, vielleicht mache ich ja. Oh, Leute, die Katze zu designen ist viel schwerer als alles andere. Er rotzt mich ein. Das machen und verändern hier das Weiß. Eigentlich gefällt mir das hier, oder? Wenn wir das hier machen und machen vielleicht. Es ist wirklich erst grauen, eine Katze zu designen, weil Katzen halt immer niedlich aussehen, egal wie. Aber wir machen sie so rötlich. Das ist eigentlich ganz cool. Frage ist, will ich dann die Flecke auf den Pfoten vielleicht ändern? Nein. Nein, will ich nicht. Aber das hier ist zu hell. Können wir das vielleicht ein bisschen dunkler haben? So. So, jetzt geht's an die Augen. Die Augen hier, aber die sollen nicht blau sein. Oder wir machen so ein richtiges Marineblau. Aber die dürfen ruhig beide die gleiche Farbe haben. Oder so ein schönes Grün. So ein satt Grün. Es gefällt mir aber nicht. Es leuchtet nicht genug.
Wir nehmen Grün. Ohren. Ich möchte so Schlappohren. Keine Teufelshörner, einfach Schlappohren. Schweif soll pelzig sein. Ich zeige euch mal, was es auch so gibt. So lange, so einen gebogenen, so ein Häschen, Puschel. Aber nein. Unterwäsche. Ja, auch eine Katze braucht Unterwäsche. Die darf so ruhig in Schwarz haben. Obwohl, kann ich die vielleicht noch schwärzer kriegen? So. Stimme. Katze braucht auch eine Stimme. Warte mal, was ist, wenn wir Typ 2 machen, aber ein bisschen höher? Ja, weiß nicht. Vielleicht Typ 3, aber ein bisschen tiefer? Wert 1 in Hof. Ja, das ist doch, das ist ein süßes Kätzchen. So, jetzt haben wir natürlich keine Rüstung oder Lederset, dann nehmen wir das Lederset. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Nach 26 Minuten haben wir unsere Katze designt. Und unsere Katze heißt einfach Red. Möchtest du das Spiel mit diesen Charakteren beginnen? Ja, natürlich. Also, wie wär's mit dem Trinkspruch? Haha! Auf die Top-Auswahl! Und die Kommission! Prost! Also, sag mal, was ist deine Ansicht? Die Drachenältesten müssen die neue Welt doch aus irgendeinem Grund aufsuchen. Die Forschungskommission besteht jetzt seit 40 Jahren und die Gilde will endlich eine Antwort. Man sagt, die fünfte Flotte hätte die größte Chance, diese Nuss zu knacken. Und ich glaube, oh, das auch. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Sicher. Top-Auswahl-Leute arbeiten meistens. Mann, du hast die ganze Zeit bei meinen Cutscenes geredet. Hast du schon deinen Partner getroffen? Hör dir das an. Wird wohl ernst da draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, meets meets. Ich bin keine Telepathin, aber ich habe ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl.
So, und ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt schon mal ein wenig, weil wäre ja ein bisschen langweilig, wenn ihr jetzt im ersten Part nur Charakterdesign seht. B oder wer steuert denn mit B? Na gut, B, Band bewegen. Ja, oh, Wanderklimm. Hey, du bist es! Sieh mal, was mit dem Schiff passiert ist! Boah, das Schiff ist auf Grund gelaufen. Wir müssen etwas unternehmen! Okay. Hier sind wir nicht sicher! Hier entlang! Ja, dass wir nicht sicher sind, glaube ich auch. Was sind denn das für Viecher da oben? Ja, der Weg in die neue Welt ist halt nicht so einfach. Ich habe eine Idee. Hier lang. Pass auf! Ach, das seht jetzt schon nicht so schlecht. So, ja, wenn ich die Sicht so mache, dann sieht es aus, als würde ich erklärt. Wenn ich die Sicht so mache, dann. Vor allen Dingen, da steht bewegen W, aber ich muss D benutzen, um zur Seite zu kommen. Hey Birdie, sei nett. Ich muss dazu sagen, ich habe Monster Hunter schon mal gespielt, Monster Hunter Drive 4 und so. Was habe ich noch gespielt? Generations. Aber ich bin nicht sonderlich so. Und ich kann die Namen vor allem nicht. Der Anhalter geht weiter. Runter von dem Ding. Na los! Hol gut Anlauf und spring dann! Oh, das ist ein riesiger Drache, auf dem wir hier sind. Ach, das Vieh ist das. Ja, ich kenne das. Ich darf dazu sagen, ich habe das, glaube ich, nie umgebracht. Geschafft. Ja, wir haben es auch geschafft. Wir sind in der neuen Welt. Ja, hat ein fettes Monster in der neuen Welt kaputt gemacht. Ich habe dich kaputt gemacht. Hat dieselbe Haare wie du. Was? Ich werde es noch sehen. Ja. Muss dieses Lager aufgeschlagen haben. Gehe zur Wildexpertin. Machen wir. Hallo Wildexpertin. Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Wie im Zelt gefunden? Nun, du warst doch nicht mal drin. Ein Teil einer Karte. Karte öffnen. Okay. Aha, da sind wir. So alt seien wir ungefähr hier. Die Einsatzbasis der Forschungskommission ist hier. Dort sollte unser Schiff eigentlich anlegen. Ich denke, es ist am besten, wenn wir fürs Erste zur Basis gehen. Ich töte gleich ein Pukki-Pukki. Die Karte sollte uns helfen, unseren Weg zu finden. So, die Karte hilft uns jetzt erstmal, unseren Weg zu finden. Es sieht schön aus. Aber ich glaube, ich muss die Grafik ein bisschen runterdrehen. Mein Prozessor macht schlimm. Nicht mal meine Grafikkarte, sondern mein Prozessor. Uralter Wald.
Und da hinten sieht man schon, wo die Forschungskommission ist. Schau mal, das Hauptquartier der Forschungskommission. Los, auf geht's! Auf geht's, allerdings erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ihr lasst mir einen Kommentar da oder uns einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Monster Hunter World. Bis dann. Tschüss. Sag auch Tschüss. Um zum Hauptquartier zu gelangen, müssen wir.